heute Abend vor lauter Lallen die Uhr ins Häusl gefallen. Wer wagt es, sprach der Hausherr knapp, zu tauchen in die Uhr hinab. Mir ist die Uhr mitsamt der Ketten eingeflogen in den Litten. Aber unter die Leute hört man nur so Atmung. Keiner will eintauchen in die Uhr. Halt, da kommt der Rackler zwingen. Der schreit, es hat wohl nichts dagegen, wenn ich eintauche die Mullen und mir verdienen den Lumpen Gulden. Armer Mann, so hört man's klagen, muss um den Lumpen Gulden allein wagen. Aber der Rackler, der bleibt kalt, verschwindet in der Sülzen bald. Die des Verblumser bettet noch gleich an Vaterhausmann. Es war nur kurze Zeit verstrichen, dann war der Letten ausgegangen. Und bald darauf kommt aus der Suhr der Rackler mit Uhr. Der Rack, wie von der Ballen die Dackeln, hängen ihm vom Gewand die Knochen. Der Rackler wischt sich das Gesicht und nun beginnt der Rauchbericht. Wie oi Kind zum Grund, hab ich braucht eine halbe Stunde. Und wie eine Kim ins Eck, da was die Uhr hat zugelegt, da mach ich einen freien Schrei und hab die Pappen voller Brei. Leid, das war auch Schmacken, der eine Broten, der andere Backen. Und wie auch ein Kind zum Glück, da scheißt man auch noch ins Nix. Das war ein saftiges Drum. Trifft's unseren 50er, haut's nun. Der Hausherr als Besitzer spricht. Die Uhr, die haben sie gefunden, aber die Ketten liegen alleweil noch unten. Und geh ich ohne Ketten schunden, da liegt die Uhr ja wieder unten. Der Rackler fühlt sich ganz betroffen. Hupft er selber rein, das Loch ist offen.